damit herzlich willkommen in einer weiteren Folge unserer neuen Sendreihe, in der wir, ja, wie soll ich sagen, kostenlose Spiele testen, antesten, anspielen, die wir auf Steam finden, im Steam-Shop. Und ich bin sicher, ihr habt auch schon das ein oder andere kostenlose Spiel runtergeladen. Und heute habe ich ein ganz besonderes gefunden. Ich habe es auf Englisch gestellt und sehe direkt, das ist nicht Englisch. Das ist, Russisch. Ich denke mal, das Spiel ist ein ursprünglich russischer Spiel. Aber wir werden trotzdem spielen. Ja, viel spielen. So, Entschuldigung, no front, der Akzent sollte niemanden veräppeln. Okay, wir gehen direkt rein. Ich habe keine Ahnung, was hier steht. Ich nehme an, das heißt sowas wie starten, Optionen und beenden oder so. Ich kann ja nur raten. Aber wir gehen einfach mal rein. Ich klicke mal hier oben. Ah ja, guck mal hier. Not 1. Das ist bestimmt Speicherstand 1. Oder so, denke ich. Ich habe keine Ahnung, worum es im Spiel geht. Wie gesagt, ich habe es gerade wie immer zum ersten Mal gestartet. Ich habe mich noch null damit beschäftigt. Ich habe nicht mal gelesen, worum es im Spiel geht. Wir gehen einfach direkt rein und gucken, was passiert. Gut, dass ich die Botschaften lesen kann. Also, das klang jetzt eher türkisch, oder? Das ist nicht so gut, nicht so gut. Okay, ich höre auf mit den Akzenten. Wir gucken einfach mal, kann ich das wegklicken, wenn ich eh nichts lesen kann? Nein. Okay, kann ich nicht. Space, da steht Space. Ein Wort, das ich verstanden habe. Okay, oh, hochmodernes Spiel. Also optisch ist das ja irgendwo hier in den 80ern angesiedelt. Erinnert mich so an die frühe PC-Zeit, aber ich meine, das sind ja Solarkollektoren und so. Aus, als wenn es doch in der Zukunft spielt oder zumindest in der sehr modernen Gegenwart. Ja, gut. Aber entspannte Musik. Ich kann es nicht überspringen. Ah, es geht los. Dino Punk. Ah, Grüschni. Tollen Finger habe ich hier, tolle Mauszeiger. So, ich hab keine Ahnung, was. Also, ja, hier, check. Check. Muss ich das unterschreiben oder was? Ah, weg. Okay. Ich hab's irgendwie unterschrieben. Oh, ich habe Escape gedrückt, das ist nicht gut. Wie geht's denn hier weiter? Da oben? Nein, da unten? Oh nein, ich bin wieder im Startmenü! Ich bin wieder im Startmenü! Ach du meine Güte. Bitte nicht wieder die Vorschau. Nicht nochmal. Nein, bitte nicht. Oh nein, nicht die ganze Sequenz nochmal. Ich verstehe doch kein Wort. Ich weiß doch gar nicht, was da steht. So, ich habe die Startsequenz jetzt mal übersprungen. Die ist nämlich ewig lang. Und ich verstehe halt immer noch kein Wort. Also in der ganzen Vorsequenz gab es auch nur russische Schrift. Obwohl ich das Spiel auf Englisch gestellt habe. Keine Ahnung. Ich kann hier irgendwie malen, unterschreiben. Keine Ahnung. Habe ich wohl richtig gemacht. Und jetzt bin ich hier und habe ein Reparex. Reparex. Ah, hier. Russisch. Russisch, ja, Schrift, aha, okay, da scheint sich jemand zu ärgern oder so, weiß ich nicht. Ja, Dialog. Klick. Ah, die Tür geht auf. Okay, wir kommen in unseren Shop oder Reparaturservice oder was auch immer das sein soll. Oha. Oh, da klemmt was. Oder auch nicht. Leute, was ist denn das für eine Grafik? Jetzt mal ehrlich. Das sind ja mehr Pixel als in Minecraft. Hallo? Aha, ich bin wirklich ein Reparateur. Oha. Ja, okay, verstehe gar nichts. Ja. Ich hab's angefasst. Er hat Spur angefasst. Ja. Das sieht noch nicht gesund aus. Ja. Ah, guck mal hier, Kleber. Kleber ist doch gut. Dann machen wir hier unten mal auf das Loch Kleber.
Ah, guck mal, ist doch wie neu. Und hier, da... da. Vielleicht hier mal so ein bisschen... Ah, ja. Okay. Surprise. Was soll ich damit? Ich würde sagen, wir schmieren einfach mal alles mit Kleber zu. So. Dann kleben den Chip hier mit an. So. Ist das... Der Chip ist nicht mehr fest. So, rein da mit dem Chip. So. Nein, ist noch nicht. Ist nicht richtig. Okay, muss ich wieder wegmachen. Es wäre ja einfacher, wenn man wüsste, was man zu tun hat. Es wäre deutlich einfacher. Aber gut, wir brutzeln den Kleber weg. Und legen das dahin. Und dann nehmen wir uns den Chip wieder. Und versuchen den mal irgendwie... Ja... wegwerfen. Ne, hilft auch nichts. Kleber. Wir kleben den Chip in das Loch. So. Perfekt. Erledigt. Ich weiß nicht, was ich tun soll. So. 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 Dieses Spiel ist einfach Rotz. Letzter Dreck, Scheißdreck, Mist, Müll, Drecks, Schrott. Was soll das? Niemand braucht dieses Spiel. Wenn man nichts versteht und man es auf Englisch stellt und trotzdem nichts lesen kann. Und man hier mit Kleber und mit Elektro-Krummkratzen irgendwas erledigen soll. Und kein Mensch weiß, was da los ist. Was soll das? Was soll das überhaupt sein hier? Ein Elektroschocker oder was? Was ist das für eine professionelle Reparatur? Elektroschocken wir den Lautsprecher und... Oh. Hier, mach weg. Man kann gar nichts damit tun. So, was haben wir hier? Wow, toll. Da kommen wir wieder zurück. Von hier. Ah. Oh, oh, oh. Oh, Ingame kann man auch auf Englisch umstellen. Wir hatten's. Wir hatten's. Ich hatte es in Steam auf Englisch gestellt. Es hat nicht funktioniert, aber jetzt haben wir es. Immer noch auf Russisch. Dein Ernst? Dein Ernst? Ich hab's auch auf Englisch gestellt. Da ist doch... Was soll ich denn damit anfangen? Ja, Glue, toll. Hier steht Glue, ja. Das stand aber vorhin schon auf Englisch da. Ach, vergiss doch dieses Spiel. Leute, es war wunderbar. Wenn ihr ein tolles Spiel spielen wollt, das kostenlos ist und das ihr im Steam Store einfach runterladen könnt, dann nehmt nicht, auf gar keinen Fall, Dino Punk. Weil Dino Punk ist der allerletzte Rotz. Weg damit. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge, wenn ich ein kostenloses Spiel auf Steam herunterlade und wir das gemeinsam antesten. Ich hoffe, vielleicht, wenn einer von euch versteht, wie das funktioniert, schreibt es in die Kommentare. Vielleicht bin ich einfach nur zu blöd. Aber keine Ahnung. Ich freue mich auf eure Kommentare. Ich freue mich auf euer Abo und eure Glockenaktivierung, damit ihr nichts mehr verpasst. Und wir sehen uns wieder im nächsten, hoffentlich erfolgreicheren Video. Bis dann, euer Rush. Haut rein. Ciao.